die Oliven sind reif. Und was jetzt? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Schau doch mal her, meine Oliven. Also mein Olivenbäumchen, das ist jetzt seit 9 Jahre alt, beziehungsweise das kann auch 10 Jahre alt sein, weil ich habe das vor genau 9 Jahren gekriegt. Geschenk kriegt, und zwar die Züchterin wollte den wegwerfen, den kleinen Olivenbaum, da war er noch klein und der war recht verlaust, dann hat sie den Wefz weg und dann habe ich gefragt, ob ich den mitnehmen darf, haben wir ihn eingepackt in so mit großen Müllbeutel und unten zugemacht, ne, dass nicht im Auto dann die Läuse rumfliegen, ja, und dann habe ich den daheim also fest behandelt. Und der ist dann läusefrei gewesen und jedes Jahr blüht er jetzt. Und heuer hat er das erste Mal richtige Oliven dran. Ich selber bin ja kein Olivenesser. Jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Jetzt brauche ich einfach eure Hilfe. Könnt ihr mir sagen, was ich jetzt mit denen Oliven mache? Ich würde sie schon gerne irgendwie... Es sind ja nicht viel. Ich würde sie schon gerne irgendwie kochen. Ich keine Ahnung. Also ich bin echt auf euch jetzt einmal angewiesen. Und es wird nicht einmal ein Gläsler voll, ne? Die kann man abzählen. Aber die sind so schön. Das seht ihr ja. Da hinten, da hängen sie so schön dran. Auf der anderen Seite sind noch ein paar. Und ich möchte halt gerne mal probieren, was man mit denen da so macht, ne? Vielleicht könnt ihr mir das einmal verraten und dann könnt ihr mir außerdem nur sagen, der, also wie ich vorhin gesagt habe, 9 Jahre ist der jetzt bei mir, ob ich den auch irgendwann nochmal in den Garten rauspflanzen kann, ob der dann den Winter übersteht oder ob ich den immer im Topf lassen soll. Weil ich muss ihn jetzt dann im Frühjahr auch umtopfen, das seht ihr. Ich habe ihn schon 2-mal umtopft gehabt, aber jetzt wird der auch schon wieder zu klein. Aber ich würde ihn am liebsten in den Garten pflanzen, aber da weiß ich halt nicht, übersteht er dann den Winter, weil das wäre dann echt schade. Weil ich habe mich jetzt gefreut, die ganzen Jahre, dass der so wächst. Normalerweise wäre der schon wirklich groß, aber ich habe ihn halt immer wieder zurückgeschnitten, weil ich ihn dann im Winter über den Wintergarten tue, noch kann ich nicht so groß brauchen. Deswegen wäre es für mich ideal, wenn ich ihn jetzt rauspflanzen könnte. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht dann im Frühjahr. Ne? Also vielleicht könnt ihr mir das mal helfen. Ich wäre euch echt dankbar dafür. Aber ist doch schön, ne, diese Oliven. Also ich werde sie jetzt auch runter tun, weil nicht, dass die noch weich werden. Die schauen also richtig reif schon aus. Ja, und dann warte ich auf eure Antworten. Schreibt mir es doch in den Kommentaren, das wäre super. Danke euch. Wenn euch mein Olivenbäumchen gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Abonniert auch den Newsletter, der wöchentlich erscheint. Ja, Ich hoffe ganz, ganz inständig, dass ich von euch Hilfe bekomme. Wenn es auch nicht viel ist, manche sagen wahrscheinlich auch, das rentiert sich doch gar nicht. Aber für mich selber wird es sich rentieren oder lohnen, weil ich will ja die Erfahrung machen, was man mit denen dann macht. Danke und bis zum nächsten Video. Dann tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.